Yo, what's up? It's Zimbabwe hier mit Harry Potter and his Flavor Deck. Es geht ab, Leute, Zimbabwe hier mit einem weiteren Deck-Profile aus den Locals. Diesmal von Harry Potter. Ein Laval-Deck. Nein, Flammel nicht Laval. Achso, ein Flammel-Deck. Ich hab den Laval-Card nicht. Ich hab's getestet, aber ich hab den nicht bekommen. You fail, bro. Okay. Ja, also ich finde Flammel einfach sehr gut, weil es konstant ist einfach. Mit drei Feuer und nur drei. Weil Magier. Einfach angreifen, Special Synchro. Ja. Einfach bestes. Dann haben zwei Trooper und ein Raikou zum Mittelleben für Mika ein Ding. Ja. Einfach Trooper macht eigentlich immer Ausgleich, wenn nicht sogar Plus. Und Raikou kann einfach mal fette Beatsticks wegschaffen, wenn man ihn nachzieht. Und wenn man dann das Raikou kann, dann noch nachziehen. Dann haben wir zwei Tengus. Tengu! Aber ich habe das Deck mal gespielt, wie Tengu noch auf 3 war und da war Tengu einfach nur epic. Und ich finde Tengu jetzt eigentlich auch noch gut, weil ja, man kann einfach Normal Summon, dann Synchro und dann Scrap Dragon einen Tengu schießen oder was weiß ich was. Long! Okay. Und einfach Tengu. Und deswegen. Dann haben zwei Spies, einfach, man kann Exceed machen, man kann Synchro machen, auch wieder mit dem Hund, aber der immer Magier. Und ist auch gut, weil wird sehr viel Gravekeeper gespielt im neuen Format, so wie ich das sehe. Und ist halt gut, wenn man ihn selber ausspielt und er auch noch 500 dazu bekommt, dann kann man halt trollen. Zwei Thunder Kings, einfach. Gegen das Meta, einfach gegen das Gear, was weiß ich was. Einfach, ja, es ist ziemlich gut, hat mir auch ein paar Mal Game gemacht. Auf jeden Fall. Dann ein Saga natürlich, sucht einfach Trooper oder Raio. Trooper oder Raikou. Ein Devil's Dragon, einfach um Trooper zu holen, dann noch Mehl und dann Black Wars und alles wegschießen einfach. So. Nicht auf dem Video. Also einfach der Beschwing ist echt lustig. Dann haben Double Railer, einfach auch gegen das Meta. Aber ich finde im jetzigen Meta reichen zwei Railer dabei noch. Und einfach deswegen nur zwei. Und man mint sie eh sehr oft, also reicht noch zwei. Dann ein Kaius. Mit Armbau. Mit was? Mit Tengu oder mit zwei, sehr gut. Dann ein DLS. Einfach, man spielt Light the Dark so 5-5 oder 4-5, keine Ahnung. Und er kommt halt schon recht gut, wenn man ihn gerade nicht wählt. Dann ein Gott. Ja, ich glaube, da muss ich nicht sagen. Und noch ein Dark Seamog. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil das Dingster Deck, das Gear Deck, hat dann Arschkarte, weil sie können den Armor nicht mehr setzen durch ihn. Und da haben sie dann halt Probleme. Und auch gegen andere Decks einfach, wenn sie nicht mehr setzen können. Was spielst du für Wind-Targets für den? Ein Stardust natürlich, also ein extra Deck. Dann Double Tengu. Und dann Devil's Dragon. Also es sind nicht viele Targets, aber ich habe 3 Karten, mit denen ich millen kann. Und eben mit Stardust habe ich auch noch ein extra Target. Also dafür. Also, der hat noch einen zweiten Effekt, wenn er gemillt ist. Also wenn er im Graph ist, kannst du hier. Und von der Hand kann man auch noch banishen, wenn man. Ja, genau. Mal ein, so wie Light Person. Ja, wenn man ein. Aber es wird halt gebanished, wenn man einen toten Kaius oder gerade Devil's Dragon oder einen toten Tengu auf der Hand hat. Genau. Ist auch ziemlich gut. Dann am Fallen, aber natürlich 3 Bekannt links. Zaubermeister. Ja. Ich bin zu arm für ein drittes Spending. Ja. Aber einfach, die Karte ist so broken, einfach, man holt einfach bis zu 5 Monster vom Grave und macht dann einfach Synchro. Synchro Summon! Ja, so, zu viel Plus. Dann ein Port of Arrows einfach um Wailer, Ryo, Trooper und alles reinmischen. Dann die Staples. Profi, was ist das? Profi! Aber einfach. Manchmal schon einfach, weil man spielt. 4 Empfänger. Was sind für ein paar? 6 Stück insgesamt. Am Reborn und das soll einfach auch gegen das Gear Deck ein wenig. Und gegen gegen Exceed einfach allgemein. Dann einfach am Heavy einfach ist auch klar. Ich benutze 2 MSTs, weil ich finde, wenn man einfach First Turn den Stardust rausbekommt mit Feuerhund, dann ist der dritte MST eigentlich ein Death Draw, weil dann hat man eigentlich den Stardust zum Negieren und dann braucht man einfach den dritten MST nicht mehr. Und ja, der dritte MST ist eigentlich nur gegen Stardex ziemlich gut. Und dann spiele ich eben das Sideboard. Jetzt kommen die Fallen. Fallen einfach. So ein Trio? Standard, ja, muss man das sagen dazu. So. Also ich spiele Fallen eigentlich sehr simpel. Mit noch 2 TTs und 2 Morphos. Aber ich habe eigentlich kein Platz mehr für mehr Fallen eigentlich.
deswegen nur so langweilig und Standard. Mhm. Aber ja, das war das Main Deck, es sind 41 Karten, soweit ich weiß. Und das Deck ist eigentlich sehr konstant, weil es kommt einfach immer Feuerhund, Magier, Synchro. Und wenn man einfach mit First Stone Stardust beginnt, hat der Gegner eigentlich. Stardust. Oh. Ah, Stardust. Am Beginn hat der Gegner halt eigentlich schon ziemlich schwer, wieder ins Spiel eigentlich reinzukommen. Weil er muss halt über einen 2-5er Peter drüber kommen, mit der auch immer alles negieren kann, das was der stört. Side-Deck! Am Side-Deck haben zwei Pachis. Am gegen das Gear-Deck. Also ich habe Spiele im Side-Deck eigentlich ziemlich ein bisschen was viel und auch im Endeffekt gegen das Gear-Deck. Weil ich habe sehr schlechtes Matchup gegen das, weil sie immer den 1-9er Peter haben, also den Armor. Und ich komme einfach mit Feuer und nicht drüber. Blockiert das dich nicht selber? Eigentlich nicht wirklich viel, weil dann geh weg. Dann hole ich mache ich einfach mal eine Reihe Normal Summon oder Troop oder irgendwas. Also ich brauche nicht immer Special Summons. Und dann zwei Kinetics gegen Hero und Samu. Weil wenn er gegen einen Schienen hat, komme ich eigentlich auch nicht mehr wirklich gescheit rüber. Immer ohne Zaubern fallen. Zwei Virus gegen Dragon Chaos und wieder Maschine. einfach, ich finde das sehr gut, weil man kann einfach mal einen Buredo oder eine Fortress oder sowas übernehmen oder Light Pulse oder Redder Strike Smelly Rack. Dann zwei Provision, einfach die Karte ist zu gut. Einfach. Es zerstört einfach manche Decks richtig und ich glaube ja. Also man kann einfach nichts mehr machen mit der Karte und ja. Dann der dritte MST gegen Stundex. Also gegen ist eigentlich ja. Dann haben zwei Quiz. Einfach gegen Sundex. Also ich spiele den MST wollte ich eigentlich eher nur rein gegen Neko Valley und gegen Riss. Und ich grease einfach gegen alles andere, was falsch spielt. Ich will ein Kind. Zwei Shadow Mirrors und zwei Lightmills. Aber ich spiele in dem Deck eigentlich nicht wirklich gezielt, Light and Dark. Und einfach gegen Dark World und gegen Fairy einfach. Fairy ist jetzt wieder gut geworden mit den zwei, ja, nicht so gezielt. Und wegen der zweiten Erde. Schlechtes Deck, sag ich egal. Und ja, das Deck ist konstant, ja. Ja, das war sein Deck, dein extra Deck. Und ja, also mal einer Red Dragon Arch spielt. Ja. Ich spiele dann einfach gegen solche Decks wie Nordic. Einfach, weil da hat man einfach viel zu viele Tokens, was mich aufregt und Monster Death. Und da kann man einfach sehr viel Plus machen, das ist ein Effekt. Ja, wirklich, Junge, das ist gut. Ich liebe das. Okay. Mach weiter. Ein Square Dragon einfach. Ja, ich glaube, das muss man eh nicht sagen. Ja, dann ein Archspieler. Ich habe mich für einen Archspieler entschieden statt einen zweiten Square Dragon, weil ich finde den einfach besser, weil wenn man mal manchmal fast keine Lifehunts hat, kann einfach noch extra Lifehunts geben. Und man kann auch einfach noch 1000 zahlen und ist einfach recht gut. Double Stardust. Einfach am Target für Dark Simog. Und einfach ziemlich epic, weil man einfach alles negieren kann und das Spiel unter Kontrolle hat. Mein Black Wars für Abdingster, für Davis Dragner und dann mit Rekindling und Tifa. Ein Gaia. Gaia! Für Mad Control eigentlich nur. Deine Stimme war geil. Und dann einfach mit Waiko und dann Magier, wenn er mal rauskommt. Ein Katastro mit einem. Also ich spiele einfach nur Render wegen Mind Control und manchmal auch mit Wailer. Weil Hugo oder sowas ist eigentlich ziemlich am Arsch, wenn sowas kommt. Weil sie jetzt nicht wirklich irgendwelche Fallen haben. Das waren einfach mal die Synchros. Also ich spiele weniger Synchros, dafür mehr Exils. Weil ich habe überlegt, ob ich einen Hyper-Labyrinth spiele. Aber ich komme halt nicht so auf Top 5. Und ich glaube, in den Test hat sich den nicht so gut gebracht mit Hyper-Labyrinth. Dann Exils. Ein Utopia. Was geht mit dir ab, Mann? Einfach, wenn man mal. Gerade keine Synchros, keine hart 8er Synchros, was nicht wirklich oft ist, oder einfach wenn man mal was braucht zum Negieren, wenn man das zum Beispiel nicht mehr hat und der Gegner einen größeren Beater hat, wenn man nicht mal mit Scratch irgendwas machen kann. Ein Game Knight, der hat mir einmal Game gemacht, genau. Also genau, einfach so. Einfach um gegen Stardust oder gegen Utopia einfach drüber zu reden. Will ich auch so nicht missen, das ist eine ziemlich gute Karte. Oder gegen Anti-Dex mit Skillbin einfach. Ein Maestro, aber ich bring den eigentlich nicht oft raus, weil ja, ich finde den nicht so gut eigentlich. Also ist schon gut, aber ich mag ihn nicht.
einer Butterfly, oder wie der heißt. Ja, ja, schau dich an. Einfach gegen Spirit Reaper, aber hat ziemlich eigentlich Probleme, weil er gerade keinen Script mehr hat. Einfach mal braucht er was. Seine Tendenz? Man kommt nicht wirklich oft auf 3, aber okay, manchmal kommt man auf 3. Dann einfach eine Tendenz, ein Levier oder ein Leviathan. Einfach mit Mind Control oder. Ja, ich kann kein Deutsch, ich weiß. Aber einfach für Mind Control. Oder und einfach, Levier kann auch helfen, weil wenn man die Monster mit Recandling bis zu Endfest nicht wegkommt, werden sie halt entfernt. Und durch ihn kann man sie halt eben wiederholen. Das war nicht mehr. Und das kann halt eigentlich auch ziemlich viel. Ist es denn iPhone 5? Nein, iPhone 6. Ja, das war's mit dem Deckbefall. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Deck, weil es jetzt nächste Zeit öfters spielen. Wenn ich dir Recandling das dritte bekomme. Und ja, also ich kann euch das Deck nur empfehlen. Ich bin heute leider nur 3-2 gegangen, weil ich gegen Anti verloren habe und Dark World. Oder warte, gegen was ich verloren habe. Alles klar, danke, Leute. Ja, ja, Dark World tut das dann. Ciao.